Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück bei Nerd von Medizin. Ich habe wieder die Ehre, heute neben Klaus zu sitzen. Klaus, schön, Meine dass du Ehre. Da bist. Ja. Schön, dass du da bist. Ja, freue mich auch. Heute geht es um ein kleines, aber ganz schön feines Tool. Nämlich, sollen wir es gleich verraten? Ja. Klaus, du hast die Ehre. Die Lewis Leads. Es geht mal wieder um das EKG. Das EKG. Ein schnelles, billiges, effizientes Tool. Mhm. Wenn ihr so ein bisschen in dieser Internet-Foam-Welt unterwegs seid, habt ihr ja gesehen, dass das die letzten Male auch schon mal auf das Foam und bei Weingart und so. Bei Emkret, der hat schon vor Jahren mal gehabt und irgendwann habe ich auch angefangen, die Lewis Leads mal anzuwenden und bin zunehmend begeistert davon. Aber ihr fragt euch jetzt, warum sind Sie so begeistert von was ich noch nie gehört habe? Und wofür ist das überhaupt? Ich erzähle mal ganz kurz, es ist eine andere Positionierung der EKG-Elektroden, aber Klaus, für was denn? Es geht im Prinzip um die Erkennung der P-Wellen. Und das ist ja so die Anfangsfrage und ist ja für einen, wenn man sich viel mit EKGs beschäftigt, doch ein bisschen peinlich, wenn man nicht einmal sagen kann, was ist das für ein Rhythmus. Genau. Da stehe ich dann immer irgendwie ein bisschen peinlich berührt da und denke, sagen, hol den Klaus, ne? Genau, und dann sagt der Klaus, weiß ich auch nicht. Ja, und das ist dann halt so. Und wenn man nur einen Monitor hat, kann man sagen, gut, machen wir ein 12-Kanal-EKG. Mhm. Und manchmal sieht man es aber auch im 12-Kanal-EKG nicht. 12-Kanal, wisst ihr ja, da schauen wir primär nach der Ableitung 2 und nach der Ableitung V1 und V2. So, um zu gucken, wo sind die P-Wellen. Mhm. Ist es ein Sinusrhythmus oder ist es vielleicht ein Vorhofflattern, dass da zwei P-Wellen irgendwie versteckt sind? Was ist es überhaupt? Und da gibt es spezielle Vorhofableitungen, die hat der Sir Thomas Lewis 1913 entdeckt, beziehungsweise publiziert. Mhm. Und der hat damit eben die Flimmerwellen deutlich sichtbar gemacht. Und das Coole, deshalb bin ich so begeistert dafür, die Alternative wäre so bei so einer supraventrikulären Tachy, wo du nicht weißt, was ist das jetzt, schreibt man nochmal ein EKG, mach ein vagales Manöver und spritzen vielleicht dann, wenn das nicht reicht, sogar ein bisschen Adenosin, spritzen wir ja gerne. Mhm. Patienten mögen es nicht immer, aber wir machen es eigentlich gerne. Und das kostet aber alles Zeit. Mhm. Und mit den Lewis Leads, ich habe da ein bisschen was vorbereitet. Philipp. Oh. Das geht nämlich mega schnell. Okay. Und zwar nehmen wir einfach unsere Monitoring-Ableitung, die wir jetzt eh am Patienten dran haben. Da haben wir ja so vierpoliges Kabel mit Rot, Gelb, Grün, Schwarz. Mhm. Ja? Und jetzt kleben wir das einfach um. Ich darf doch bei dir mal kurz kleben. Okay, kleben mal, wie sie initial geklebt sind. Klebe ich hier, ja, Rot wäre jetzt quasi. Ja, okay. Fangen wir so an, oder? Dann Rot, Gelb. Ja. Schwarz haben wir jetzt weggelassen. Genau. So. So wäre es jetzt vielleicht initial geklebt. Jawohl. Und jetzt machen wir ganz schnell die Lewis Leads. Das geht nämlich rucki zucki. Neuen Kleber. Wir gehen hier so aufs Manutrium Sterni. Ja. Sehr muskulöser Oberkörper. Ja. Und zwar ein bisschen rechts daneben oder aufs Manubrium selber. Ja, so genau, kommt es ja nicht drauf an. Dann gehen wir eben so ungefähr 4., 5. ICR rechts parasternal. Okay. Dann wären wir hier. Und dann der hier, der grüne, der kann dann irgendwie so auf den unteren Rippenbogen kommen. Ja? Und dann nehmen wir die Ableitung 1. Also wir verändern das am Monitor, dass wir Ableitung 1 haben. Mhm. Dann messen wir nämlich genau zwischen hier und hier. Und genau da ist unser Vorhof. Sprich, wir kriegen damit eine super P-Welle. Andere Möglichkeit, super P-Welle zu haben, wäre zum Beispiel beim Alpha-Card. Da sind wir auch genau da, wo es uns interessiert. Das ist beim ZVK-Legen. Beim ZVK-Legen. Mhm. Okay. Also wir haben dann umgeschaltet auf 1 und sehen dadurch die P-Wellen sehr gut. Wir haben euch ein paar Beispiele auch mitgebracht. Genau, stimmt. Wir blenden euch das jetzt mal ein. Beim ersten Fall, Klaus, nicht, dass ich jetzt einen Blödsinn erzähle. Da war ich mir gar nicht sicher, ja. Ist es ein Sinusrhythmus oder nicht. Regelmäßig und vorbekannt waren AV1. Und da war so ein komischer Zacken am Ende der T-Welle. Letztendlich habe ich erst in den Lewis Leads dann sehen können, dass es tatsächlich ein Sinusrhythmus mit eben diesem AV1 war. Tada, das seht ihr jetzt gerade eingeblendet vor unserem geistigen Auge. Und das nächste war halt auch mal wieder so eine regelmäßige Schmalkammerkomplex-Tachykardie, wo es darum ging, typische Frequenz, sagen wir 120 bis 150, ist es vielleicht eine Vorhoftachykardie oder ein Flattern mit 2:1 Überleitung, ist da noch eine weitere P-Welle versteckt und Lewis Leads, so war's. Genau. Philipp meinte, ich soll irgendwie singen, Lewis, 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 Lewis. Da, 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 da.
Mal schauen, ob wir das nicht rausschneiden. okay. Ja, also eigentlich eine gute Sache. Gibt es irgendwo Probleme damit oder irgendwas, wo man besonders aufpassen muss? Eigentlich nicht, oder? Eigentlich nicht. Es ist extrem schnell. Mhm. Entweder es hilft einem oder es hilft einem nicht. Ja, aber es kann einem Zusatzinfos geben in sehr kurzer Zeit und man kann das selber auch, ohne dass man jetzt so jetzt der Mega-Skiller mit allen EKG-Apparaten und Monitoring ist, einfach so kurz schnell machen und hat wirklich eine wichtige Zusatzinfo. Wo ich es mir vorgenommen habe, beim nächsten Mal einzusetzen, ist bei den Breitkammerkomplex-Tachykardien. Auch da suchen wir ja immer nach den P-Wellen, um eine AV-Dissoziation zu zeigen und damit die VT zu beweisen. Okay, okay. Und auch die sieht man wohl mit der Lewis Lead häufiger. Nicht schlecht. Mhm. Ich finde das übrigens auch gerade spannend. Das ist ja nicht nur für die Notaufnahme interessant, sondern auch gerade im Rettungsdienst. Ja. Dieses bisschen Umkleben, das kann man ja wirklich zackig schnell machen. Das dauert ja irgendwie während der Fahrt 2 Sekunden. Ne? Quick and dirty. Quick and dirty, wie wir es lieben. Lieben. Wieder was, was wir uns überlegen können, ob wir es rausschneiden. Aber ihr seht schon, wir sind in guter Stimmung, denn die Lewis Leads, die machen Lust auf mehr. Ja, ich würde sagen, was uns interessiert ist, habt ihr das schon mal benutzt? Wie waren eure Erfahrungen? Oder habt ihr irgendwelche Fragen dazu? Irgendwelche Anmerkungen? Zum Glück haben wir den EKG-Experten Klaus hier und der bekommt tonnenweise Briefe und Fanpost natürlich auch an Klaus, wer ihm Teddybären schenken will oder so. Überhaupt kein Problem. Das war's von uns. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Probiert doch mal die Lewis Leads aus und erzählt uns, wie es funktioniert hat. Bin gespannt. Ja, echt. Ja. Klaus, ich danke dir sehr. War mir ein Vergnügen. Und euch sage ich bis bald beim nächsten Mal bei Nerdfallmedizin. Ciao. Ciao.